So, sanfte Nachmittagsgrüße in den Äther, meine lieben Zuschauer. Wir sind hier beim JFD Live Trading TV, 16:30 Uhr, 9. Juli wieder. Und wir wollen jetzt hier heute zum Tagesabschluss auf die US-Indizes, vielmehr den US-Index schlechthin, den Fokus richten. Das ist hier speziell der S&P 500, der breit ausgerichtete Index, der hier wohl wie kein anderer, es sei denn, man nimmt noch den Russell dazu, den amerikanischen Aktienmarkt präsentiert. Aber wir wollen es beim S&P 500 belassen, der sich hier, und wir sehen links hier in diesem Chartintervall den Stundenchart der 24-Stunden-Indikation, der sich hier mit dem, ja, einstem Level, was hier als Support und Unterstützung gerade hier auf Tagesbasis immer wieder fungierte, das Niveau um 2068 Punkte herum, 2068, 2067, haben wir hier so eine Art Long-Ledge Doji gesehen in der Vorstunde und hier aktuell eine sehr, sehr bärische Candlestick-Kerze, die hier sozusagen die Unsicherheiten, die hier mit dieser Kerze kurz nach Handelsstart ja, generiert wurden, sprich die Eröffnungshochs wurden abverkauft. Das findet jetzt hier seine Bestätigung und das sieht technisch eigentlich mal überhaupt nicht gut aus, obwohl die Indizes noch immer komfortabel im Gewinn notieren. Denn man darf natürlich nicht vergessen, gestern gab es große Abschläge. Die vorbörslichen Indikationen haben hier, gerade weil der amerikanische schon, der deutsche Markt, Schrägstrich europäische Markt, stark anzog, insbesondere aufgrund dessen, das werden Sie wissen und auch natürlich im Kopf haben, natürlich, weil hier die großen Kaufprogramme seitens China und natürlich Japan hier Einzug finden. Wenn keiner Aktien will, in Anführungszeichen, ja, dann kauft jetzt der Staat bzw. die Notenbanken speziell dann eben hier am Aktienmarkt ein. Ob das so eine Lösung ist, sicherlich wäre das für Deutschland auch eine gute Alternative, hier im Sinne des besseren Sparbuchs in Form der Dividende hier die Aktien auszuwählen. Aber letztlich ist das hier natürlich zurzeit eine Manipulation, die ihresgleichen sucht. Rein technisch, der Markt aber aktuell jetzt verschnupft, der S&P 500, wir gehen mal kurz hier, hat hier einen schönen Unterstützungsbereich auf jeden Fall gefunden, hier in der 24-Stunden-Indikation von JFD. Wir werden jetzt mal hier den Support mal ein Stück weit manifestieren mit diesen Pfeilen. Das sieht hier wirklich sehr eindrucksvoll aus. Der Index praktisch punktuell immer wieder in dieser Unterstützungszone hier gedreht und genauso dann auch entsprechend hier in dem oder zur gestrigen Abendsession hier der Bereich 2048 rund. Machen wir direkt mal hier einen kleinen Marker hin, damit wir uns das Level auch immer wieder merken. Gerade für den Fall, dass wenn der Index eben hier doch nochmal dahin laufen sollte, dann wäre hier sicherlich Gefahr geboten. Also gerade wenn dieses Level mal gerissen werden würde. Gut, aktuell sieht es aber so aus, als hätten wir erstmal Probleme hier das Niveau von 2067, 2068 zu überwinden. Es kann gesagt werden, wenn wir da jetzt nicht nochmal drüber rausziehen, speziell über das Hoch der aktuellen Stundenkerze, Schrägstrich hier, wenn man die Dochte mal weglässt, haben wir hier einen kleinen Widerstand 2070, den werden wir gleich mal in den Chart ziehen. Dieses Level wird jetzt hier auf der Oberseite definitiv erstmal die kurzfristige Hürde darstellen und unterhalb dessen bleibt der Index weiter rückschlagsgefährdet, denn Sie wissen, dass der Markt hier generell jetzt nicht sehr, sehr bullisch daherkommt, also um nicht zu sagen, der Markt ja generell in einem saisonal schwierigen Umfeld derzeit verweilt. Und da können wir uns auch kurz mal die Saisonalität mit Blick auf die nächsten 20 Tage anschauen. S&P 500 hier, ja, bis zum Verlauf des Ende des Monats hier zwischengeschaltet, kleine Erholung, aber rein tendenziell hier in einem Abwärtsmodus, der hier eben auch technisch bedingt durchaus seine Unterstützung findet. Denn wir haben es eben, oder was gesagt, der Index selber hat es eben hier jetzt nach oben nicht weiter raus geschafft. Wir können jetzt hier viel mehr kurzfristige Abwärtstrendlinie in den Markt ziehen, die hier mitsamt dem Widerstand bei 2070 Punkten jetzt hier erstmal so eine Art Stellschraube darstellt. Wir werden jetzt hier nochmal ein bisschen den Chart mal aufräumen, ältere Trendkanäle rausziehen. Und wir haben im Prinzip jetzt hier unten den Support und hier oben jetzt den Deckel drauf. Hier so dieser Bereich. Also ich kann mir nicht vorstellen, dass der Index heute hier nochmal rauszieht. 2070 heute scheint mir unerreichbar. Vielmehr könnte es eher so sein, dass wir in Richtung Gap Closing bzw. eben in Richtung einer schwächeren Kursentwicklung zielen, die dann am Freitag typischerweise, und das werden Sie als interessierter Zuschauer natürlich längst schon wissen, am Freitag haben wir es ja hier beim S&P 500 mit was wohl? Mit einem Tag zu tun, der entgegen dem vom DAX hier nur neutral daherkommt. Der DAX hingegen ein sehr, sehr schwacher Tag am Freitag. Aber wenn man sich hier die 52-Wochen-Tendenz mal anschaut, haben wir hier rein tendenziell heute einen sehr, sehr bullischen Tag.
Gerade wenn wir heute trotz der aktuellen Rücksetzer noch im Plus aus dem Handel gehen, und das deutet sich durchaus an, dann findet hier der bullische Donnerstag durchaus seine Bestätigung. Am Freitag hingegen hier eine Pattsituation im Hinblick auf die letzten 52 Wochen. Und das ist nicht mehr so bullisch, gerade vor dem technischen Hintergrund, dass saisonal eben hier die Zeichen eher nach unten zeigen und eben hier der Chart selber auch nicht wirklich bullisch wirkt. Also es scheint mir vielmehr so, als hätte der Index hier das Potenzial nochmal in Richtung 2048 zurück zu sinken. Ja. Das würde ich jetzt mal hier in der Nachbörse für den morgigen Freitag als nicht unwahrscheinlich erachten, dass wir hier nochmal so einen Rücklauf sehen. Auf der Oberseite haben wir natürlich jetzt den kurzfristigen Abwärtstrend, Schrägstrich den kurzfristig etablierten Widerstandsbereich hier bei 2070 Punkten. Sollte heute das Hoch nochmal fallen, Schrägstrich morgen, wir gehen mal direkt ein Stück weiter rüber, dann kann man hier 2085 als nächstes Ziellevel anvisieren. Doch spätestens da, Sie sehen es ja auch hier schon in der Historie, haben wir hier einen Deckel drauf. Also, dass der Index jetzt hier darüber rauszieht, scheint mir aktuell schwerlich möglich. Doch, man soll bekanntlich niemals nie sagen, aber die Tendenzen hier aktuell eher schwach. Gut, schauen wir kurz auf den Tageschart noch. Und da sehen wir hier, dass dieser sehr, sehr steile kurzfristige Abwärtstrend, den können wir ja erstmal in ACTA legen. Schräge Trendlinien sind ja eh schräger Natur. Wir haben es auf jeden Fall gestern geschafft, hier nochmal zurückzusetzen. Wir haben ja gestern den S&P 500 nicht betrachtet, sondern den Nasdaq 100 Index. Letztlich hier aktuell die Zone 2048. 2047 rund wirklich das Manifest, also hier wirklich Obacht geben. Das sieht ganz, ganz spannend aus. Hier auf der Oberseite gehen wir jetzt hier auf das Niveau von 2070 hoch. Das ist hier auf jeden Fall jetzt die Widerstandsmarke. Und innerhalb dessen kann jetzt viel passieren. Also viel Ping-Pong in Anführungszeichen und eine klare Signallage lässt da auf sich warten. Also sprich, jetzt der Index meines Erachtens durchaus weiteres Rückschlagspotenzial. Kann aber auch natürlich nochmal nach oben aufdrehen, aber heute ein Tagesschluss über 2070 Punkten kann ich mir nicht vorstellen. Wenn er denn kommt, dann ist 2085 sicherlich morgen ein mögliches Zwischenziel, wenn nicht sogar dann definitiv in der Nachbörse, Schrägstrich morgen Vormittag, dann schon in der Indikation erreichbar. Aber wie gesagt, ich tendiere, würde eher dafür plädieren, dass der Markt die Unsicherheit weiter spielt und speziell hier eher jetzt morgen, Schrägstrich heute noch hier weiter nach unten tendiert und hier sozusagen das Level um 2047, 48, 45 hier nochmal anvisiert. Jetzt will ich Ihnen nochmal als kleines Gimmick zum Abschluss den Zyklenverlauf zeigen vom S&P 500. Wir haben es hier damit zu tun mit einer Zyklik, die sich hier im 7-Jahres-Turnus abspielt. Wir haben hier hin und wieder immer eine schriftliche Analyse dazu präsentiert auf diversen Webseiten und wir sehen hier eben grün den 7-Jahres-Abstand und rot markante Verlaufshochs, bevor der Markt hier in aller Regel recht steil oder auch weniger steil, aber letztlich eine Korrekturbewegung einleitete. Und wir sind rein vom 7-Jahres-Zyklus schon deutlich drüber. Sie sehen hier die Spanne. Ja, das sind mittlerweile knapp 8, 9 Monate Unterschied. Und so eine Differenz hatten wir einzig im Jahr 2000, wenngleich hier das zyklische Hoch ein Stück weit später kam als das tatsächlich erzielte. Hier ist es jetzt aktuell umgekehrt. Aber Sie sehen ja auch die Performance seit 2009, seit dem Tief. Eine kleine Pause wäre sicherlich nicht verkehrt. Also insofern, wenn der Markt hier stärker eindreht, gerade im Zuge möglicher Zinsanhebungen, möglicher Grexit-Aktionen seitens Europa, wobei das hier auf die amerikanischen Märkte wohl weniger Einfluss hat, aber gerade auch China in Sachen dessen, was da unter Umständen in Sachen von Verkaufslawinen oder auch weiter abschwächenden Wirtschaftswachstums da hereinbröselt, könnte hier durchaus für einen größeren Rücksetzer sorgen. Und das würde beim S&P 500 hier eben in die Zyklik passen. Deswegen hier zum Abschluss nochmal die Zyklik. Und generell hier will ich Ihnen nochmal zeigen, was der S&P 500 mit Blick auf die 90 Tage saisonalweise hier sozusagen zu präsentieren hat. Und da können wir einfach mal sehen, dass es jetzt gerade mit Blick auf die kommenden Wochen-Monate hier eine saisonal gesehene Korrekturphase bis in den Oktober uns erwarten könnte. Und gegebenenfalls darüber hinaus, wir dürfen nicht vergessen, wie stark die Märkte unlängst gestiegen sind. Also alles in allem ein sehr, sehr breiter Cocktail, der meines Erachtens aber hier durchaus weitere Rücksetzer zulässt. Also ich meine persönliche Meinung, man muss sich dem Markt dabei immer anpassen, aber auch aus aktueller Sicht, trotz der bisherigen Aufschläge, die wir
zum Auftakt sahen, sehe ich hier noch nicht das vorläufige Tief gefunden. Ich meine, es könnte ja durchaus noch ein Stück tiefer gehen. Warten wir mal ab, was der Markt macht. Die Sommermonate dürften in jedem Fall spannend bleiben. Ich sage danke fürs Einschalten. Wenn Sie mögen, morgen 9:30 Uhr das Devisenradar oder dann auch darauf folgend die DAX-Beschau und andere interessante Titel. Ich freue mich auf Sie, wünsche Ihnen jetzt erstmal einen schönen Feierabend und bis dahin, Ihr Christian Kämmerer. Tschüss.